Die Entscheidung hat sich schon ergeben in meinem eigenen Referendariat, weil ich das sehr faszinierend fand, was ein Seminarausbilder zu tun hat. Er sieht ganz viele Schulen von innen, ganz viele unterschiedliche Systeme und er lernt ja eigentlich auch immer noch weiter dazu, was guter Unterricht ist. Also, Sie müssen erstmal ein großes Durchhaltevermögen haben, weil das schon eine stressige Zeit ist. Das finde ich eine ganz besonders wichtige Eigenschaft. Also auch Frustrationstoleranz zu haben, zu sagen, manches wird nicht auf den ersten Hieb gelingen, aber das schaffe ich dann in der Zeit meiner Ausbildung dann. Und die zweite Sache, die ich wichtig finde, ist, dass man lernen muss, auch mit Kritik umzugehen. Also zu gucken, da sagt mir jemand was und das ist jetzt nicht eine personale Kritik an meiner eigenen Persönlichkeit, sondern das ist was, das hat mit dem zu tun, wie ich unterrichte, dass man da offen ist, das auch für sich anzunehmen. Also der erste Tipp, der heißt, nutzen Sie das, was Sie im Seminar bekommen, als Zutaten und suchen Sie nicht nach Rezepten. Das ist so meiner Meinung nach ein Fehler, dass Referendare immer nur Rezepte haben wollen und gar nicht mal selber versuchen, sich was draus zusammenzubauen. Der zweite Tipp ist, auch mal zu gucken, gibt es vielleicht außerhalb des Referendariats noch was anderes, was ich machen kann. Das ist nicht alternativlos, was ich mir da ausgesucht habe. Es kann sein, dass ich ein guter Lehrer werde und dass ich das auch 40 Jahre mache, aber ich muss das ja gar nicht machen, vielleicht gibt es noch was anderes. Und die dritte Sache ist, offen sein für Rückmeldungen zu seinem eigenen Unterricht aus allen verschiedenen Richtungen. Also vom Seminar sich anzuhören, was sagen die dazu, aber auch die Schüler mal zu fragen, wie finden die denn meinen Unterricht? Und sich daraus ein eigenes Bild zu machen, wie der Unterricht denn so ankommt.